Okay, Freunde. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Video hier. Und zwar ganz genau das hier. Das ist gar nicht mal so lange her, wo ich diese Portal Gun in Brookhaven gezeigt habe. Und mit dieser Portal Gun konnten wir auf jeden Fall Portale erschaffen, mit denen wir uns zu anderen Online-Spielern in Brookhaven teleportieren konnten. Und ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe wieder eine neue Portal Gun. Das Prinzip davon ist eigentlich ganz genau gleich. Also wir können ein Portal erschaffen. Ich zeige es euch mal. Aber es sieht einfach viel krasser aus, oder? Also jetzt mal im Ernst, diese Portal Gun ist ziemlich cool. Und heute, Freunde, werden wir damit ein paar Online-Data trollen. Wir wissen ja, dass die ganzen Online-Data sich immer nach Hause verkriechen und das Haus dann abschließen. Und jeder, der in dieses Haus kommt, wird immer gebannt. Ja, so sind die bekannten Online-Data aus Brookhaven. Aber heute, Freunde, werden wir mal versuchen, nicht gebannt zu werden, indem wir uns einfach heimlich in das Haus der Online-Data teleportieren. Und mal gucken, wen wir dann so erwischen. Ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall den ein oder anderen sehr sassen Online-Data treffen. Und ich weiß auch ganz genau, dass sehr viele von euch in den Kommentaren gefragt haben, Lami, woher hast du bitte diese Portal Gun? Die gibt es doch gar nicht in Brookhaven. Tja, Freunde, doch, die gibt es. Aber wenn ich euch das wirklich verraten soll, dann müsst ihr auch das Video liken und den Kanal abonnieren. Aber, Freunde, was soll ich euch sagen? Ihr müsst euch auf jeden Fall noch ein bisschen gedulden, bevor ich euch dieses kleine Geheimnis verrate. Aber jetzt schauen wir erstmal ein paar Online-Data. Und ich glaube, wir haben hier am Spawn auch schon ganz viele, die wir vielleicht kontrollieren können. Moment mal, das sind zwei Mädchen. Okay, da vorne ist noch ein Mädchen und sie schreibt auch schon, suche Boy. Warum guckt die mich so an? Sie schreibt auch schon, hey, Moment mal, ich bin hier, um Online-Data zu trollen und nicht Online-Data zu klären. Oh Mann. Ey, tut mir leid, Herr Polizist. Ey, der fährt hier einfach um. Oh mein Gott, ey. Naja, Freunde, ich schreibe einfach mal Hi zurück. Mal gucken, was sie jetzt so schreibt. Denkt ihr, die kennen mich? Oder denkt ihr, die kennen Lami nicht? Sie schreibt auf jeden Fall, suche Boy. Ja, das wissen wir auf jeden Fall. Und sag mal, was ist eigentlich mit ihrem Auge passiert? Ach, ist ja auch egal. Aber, Freunde, ich schreibe einfach mal, sorry, ich muss mal meine Katze füttern gehen. Ich habe auf jeden Fall keine Zeit, um mit den Online-Datern zu schreiben oder zu flirten. Nein. Ich bin hier, um die Online-Data zu trollen. Deswegen, wir suchen uns jetzt mal einfach mal ein Haus aus, wo sich vielleicht zwei Online-Data schon befinden. Und, Freunde, ich glaube, oh mein Gott, das Haus sieht auf jeden Fall bewohnt aus. Oh, was macht der denn mit seinem Auto? Oha. Naja, und um ehrlich zu sein, Freunde, wir brauchen hier noch nicht mal die Portal Gun. Er hat zwar sein Haus abgeschlossen, aber die Tür ist noch ein bisschen offen. Oh Mann, das war ja leichter als gedacht. Okay, na gut, dann wollen wir mal. Ist hier vielleicht ein Online-Data? Moment mal, da ist ein Kind? Moment mal. Hier wohnt also jemand, der schon eine Tochter hat? Oh. Ich glaube, Freunde, wir werden jetzt gebannt. Oder? Nee, Moment mal. Er heißt Jem nett. Jem ist also nett. Er würde uns niemals aus seinem Haus bannen. Und Moment mal. Seine Tochter schreibt hier einfach mal, Hi, Lami. Oh Mann, die kennt mich also. Ich glaube, Freunde, dieses Haus ist einfach nicht sass. Und sie schreibt auch, ich bin dein Fan. Oh mein Gott, Freunde, ihr seid die Besten. Wie gesagt, dieses Haus ist auf jeden Fall kein Online-Data-Haus. Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht, dass es kein Online-Data-Haus ist. Aber, Freunde, wir sind auf der Suche nach Online-Datern. Aber, Freunde, ihr glaubt nicht, was ich jetzt gefunden habe. Schaut euch mal dieses Haus an. Das sieht wirklich sehr sass aus. Denn die ganzen Fenster sind hier einfach zu. Und wenn wir uns das Ganze von innen anschauen, Leute, guckt euch das mal an. Das sieht ja mal viel zu sass aus. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt wieder die Portal Gun und teleportieren uns wieder ins Haus rein.
was will die jetzt von mir? Oh, sie fragt mich einfach nur, hi, bist du fake? Ja, ich bin auf jeden Fall nicht der echte Lami. Ich bin ein Faker, lass mich in Ruhe. Aber Moment mal, wir müssen nochmal hier den Namen abchecken. Er heißt, ich esse deine Keks. Ich esse deine Keks. Okay, wir geben den Namen jetzt hier links ein. Ich esse deine Keks. So, okay, und jetzt müssen wir das Portal rausnehmen hier. Boom! Und... Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Hä? Moment mal, was passiert denn jetzt mit mir? Freunde, ich glaube... Nein! Er hat mich... Oha! Wie schnell hat der mich denn bitte von seinem Haus gebannt? Er ist auf jeden Fall ein trainierter Online-Dater. Denn schaut euch das mal an. Wie schnell hat er bitte reagiert, um mich zu bannen, aber wir schauen uns das Ganze noch einmal hier an. Moment mal, was machen die hier eigentlich? Der schreibt Sass? Ja, du bist Sass, ey! Und Moment mal, seine Freundin schreibt hier, das ist nicht der echte Lami. Oh, wenn ihr beide wüsstet, sie schreibt nur Faker. Ja, ja, ja. Ich bin mal auf eure Reaktion gespannt. Also wenn ihr kleinen Online-Dater dieses Video seht, ihr seid ziemlich sass. Ich habe alles gesehen, was ihr gemacht habt. Freunde, ich frage aber mal euch, was denkt ihr, wie sass sind diese zwei Online-Dater hier? Ich meine, die haben mich direkt vom Haus gebannt, die tanzen hier im Dunkeln mit ein paar Lichterketten, haben natürlich auch ihr Haus abgeschlossen. Aber Freunde, muss ich noch nicht sagen, ich habe komplett gefailt mit der Portal Gun. Ich habe mich einfach zwischen die beiden Online-Dater teleportiert. Ich hätte mich mal zuerst klein machen sollen und dann abhauen sollen. Aber jetzt ist es auch zu spät. Aber Freunde, ich sag's euch, wir werden auf jeden Fall noch mit Hilfe der Portal Gun die ein oder anderen Online-Dater erwischen. Aber Freunde, irgendwie will ich auch wissen, was bei den zwei noch abgeht, Leute. Ich guck mir das Ganze noch einmal an. Freunde, habt ihr es gesehen? Leute, was? Nee. Nein! Oh mein Gott, Freunde, was machen die denn da? Nein, 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 Freunde. Das war definitiv eine Stufe zu viel. Und es ist ziemlich schade, dass ich direkt schon vom Haus gebannt wurde, wie ihr seht. Aber, Freunde, ich wäre nicht Lami, wenn ich trotzdem nicht hier in dieses gebannte Haus reinkommen würde. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, hä, Lami, wie willst du bitte in dieses gebannte Haus reinkommen? Freunde, ich rufe einfach mal meinen Freund an. Und dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Nein, es ist nicht Emily. Nein, es ist auch nicht Mario. Und doch, es ist Banani, Freunde! Deswegen, Freunde, ich rufe ihn mal an, Moment mal. So, und... hallo, Banani? Oh, Lami. Hey, lange nicht gehört, mein Freund. Ich bin gerade aus dem Knast rausgekommen. Moment mal, du warst im Knast? Naja, ist ja auch egal. Ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe, denn ich habe zwei sasse Online-Dater gefunden, aber die haben mich vom Haus gebannt. Deswegen, Banani, du müsstest mich einmal hier ins gebannte Haus reinbekommen. Aha, verstehe, verstehe, Lami. Das macht aber auch drei Bananen als Bezahlung. Und ich warte auf dich am Spawn. Drei Bananen, ja, ja, schreibe ich mir auf. Okay, ich komme jetzt schnell zum Spawn und dann musst du mich ins gebannte Haus reinbringen. Let's go! Oh, Banani, mein Freund. Oh mein Gott, dass ich dich hier auf einem öffentlichen Brookhaven-Server treffe, das ist schon ziemlich krass. Lami, wo sind meine drei Bananen? Ja, Banani, keine Sorge, die habe ich natürlich auch dabei. Aber Banani, jetzt bring mich auf jeden Fall in das gebannte Haus da hinten, bevor die den Server verlassen. Okay, mein Freund, und Bananenturbo! Okay, Freunde, hier sind wir beim gebannten Haus. Und mal gucken, Freunde. Banani läuft da jetzt rein und ich komme hier rein. Oh mein Gott, Freunde. Let's go. Aber das Problem ist, Freunde, dass ich jetzt nicht von Bananis Schultern runter darf, weil sonst passiert ganz genau das hier. Ja, ich werde vom Grundstück gekickt. Okay, diesmal gehe ich aber nicht runter. Und ich würde auch einfach mal sagen, wir gehen am besten in eine Ecke, wo er uns nicht sehen und bannen kann.
Okay, mal gucken. Ich hoffe, er hat uns noch nicht gesehen hier. Wenn wir uns das Ganze mal von Namen angucken, dann tanzen die hier immer noch. Alter, was geht denn bei denen ab? Oh Gott, Banani. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Da vorne sind die auf jeden Fall. Oh. Hä? Lol. Banani, lauf. Der hat seine Fenster aufgemacht. Wir wurden entdeckt, Lomi. Aber Moment mal, der hat schon wieder die Fenster zugemacht. Oh Mann, ey. Wenn ich da nur mit dir reinkomme, dann will ich dir auf jeden Fall zur Rede stellen. Deswegen, Banani, geh mal zur Garage und ich würde einfach mal sagen, wir benutzen Trick 17 und zwar den Schlafsack-Trick. Und ich glaube, nee, das passt noch nicht. Komm schon. Oh ja, ich glaube, das sollte passen. Banani, probier's mal aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Banani, wir sind im Haus drinne. Let's go. Wir checken aber erstmal vorher ab, ob die uns entdeckt haben. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Wie lange wollen die eigentlich noch den Tanz 3 in Brookhaven machen? Ich würde nämlich sagen, Freunde, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt einfach zu den zwei Online-Datern und fragen sie, was das Ganze hier soll. Deswegen, Banani, lauf einfach mal langsam los. Danke auch, dass du mir die ganze Zeit hier hilfst. So, okay, da vorne sind die auf jeden Fall. Und Freunde, so wie es aussieht, hat der hier nicht nur ein Mädchen am Start, sondern direkt mehrere. Oha, was geht hier ab bei dem? Oh mein Gott. Nein, Freunde. Nicht im Ernst, oder? Dieser sasse Online-Data wurde gerade erwischt von mir und ich wollte ihn zur Rede stellen, aber er hat einfach eiskalt den Server verlassen. Das ist echt ziemlich schade, aber Freunde, was soll ich euch sagen? Der Typ war wirklich viel zu sass für den Server. Ich weiß, Freunde, das war ein ziemliches Durcheinander heute mit der Portal Gun auch. Aber was meint ihr? Dieser Online-Data war doch ziemlich sass. Bewertet ihn mal von 1 bis 10, wie gesagt. Und habt ihr vielleicht sogar Lust, dass ich öfter mal mit meinem Freund Banani ein paar Online-Data trolle? Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall für diese Folge einen Daumen nach oben da. Und falls ihr auch mehr mit dieser Portal Gun sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall noch einen Kommentar da, dass ich damit auch öfter Online-Data trollen soll. Aber Freunde, falls euch auf jeden Fall dieses coole Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, ihr könnt links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Also macht das gerne, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!